Einige von euch sagen immer, ich soll vorweg das nicht zeigen, aber ich muss es einmal zeigen. Ich muss es einmal zeigen. Alter, das gibt's heute. So Hammer. Und das außer Heißluftfritteuse, Backofen, Grill. Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir... Komm, ich sag, wie es ist. Ich sag es, wie es ist. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das wohl beste Chicken Sandwich aus dem Backofen oder Heißluftfritteuse oder Grill. Das sage ich, glaube ich, heute noch häufiger. Und außerdem komme ich mir so ein bisschen vor wie ein Dealer, weil das hier ist Sucht. Suchtmittel pur. Aber das seht ihr gleich. Da hinten unten bei mir in der Küche. Viel Spaß dabei. Für unser, das wahrscheinlich beste Chicken Sandwich aus der Heißluftfritteuse brauchen wir Chicken. Ich habe hier, ja, die heißen Hähnchen Mini Steaks, sind aus dem Brustfilet geschnitten, kann man so kaufen. Es gehen aber auch diese Hähnchen Innenfilets. Oder ihr nehmt ein Hähnchen Brustfilet und schneidet es euch in kleine Stücke. Aber so kleine Stücke, dann braucht es nicht so lange im Backofen, in der Heißluftfritteuse oder im Grill. Wir machen uns auch eine geile Sandwich-Soße aus Salatcreme, Wustersoße. Hier drin verstecken sich ein Teelöffel Paprika, ein Teelöffel Zwiebelpulver, ein Teelöffel Knoblauchgranulat, ein Teelöffel Paprikapulver und einen halben Teelöffel Pfeffer. Wir brauchen Röstzwiebeln, wir brauchen hier zwei Eier und ein bisschen Milch zum Verquirlen und natürlich was zum Panieren. Und dafür gibt es heute, ach Leute, so geil, Crunchy Airfried Chicken. Für geiles, gewürztes, paniertes Hähnchen, außer, ja, man sieht es hier, ne? Heißluftfritteuse, Grill oder Backofen. Hammerzeug und die wahrscheinlich beste Süß-Sauer-Soße. Da, die ist so gut, die will sich nicht mal scharf stellen. Doch, will sie. So, und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Angebersalat und Tomaten. Wir legen los. Wir legen noch gar nicht los. Ich habe das Baguette gar nicht hingelegt. Ich habe mir so hier Sandwich-Baguettes, Brioche, gibt es bei der Rewe, ja, wahrscheinlich auch woanders, ist keine Werbung. Schön soft, mega Dinger, kann ich nur empfehlen. So, jetzt geht's aber los. Zwei Eier, möglichst ohne Schale in ein hohes Gefäß geben. Und jetzt entweder einen kleinen Schluck Milch, Sahne, Buttermilch, whatever. Und ganz kurz mal verquirlen. Ne, hier so, quirl, quirl. So. Hinweis, wenn ihr jetzt nicht mit so einer fertig Gewürzpanade arbeitet, ne, die schon fix und fertig gewürzt, das ist der Vorteil, dann würde ich das Ei mit der Milchmischung jetzt salzen, pfeffern, vielleicht ein bisschen Cayennepfeffer reingeben. So könnt ihr es aber genauso lassen und dann geht's schon weiter. Es kommt eine Kumme ins Spiel und in diese Kumme kommt Fleisch, nämlich das Hähnchen. Ihr könnt aber auch Pute nehmen, ne? Das ist völlig gehupft wie gesprungen. So, rein damit alles. Hinweis in eigener Sache, meine Hände sind natürlich immer vorher ordentlich gewaschen. Jetzt ein bisschen von der Eimasse rein und mal durchmengen, eben mit erwähnter gewaschener Hand. So, perfekt. Jetzt sehe ich ihm zu, dass ich das überschüssige Ei loswerde, nämlich ein bisschen was abgieße davon. Mache ich eben mit so einem Sieb, ne? Müsste nicht bei sein. So. Überschüssiges Ei weg, Panade rein. So, und jetzt einfach hier drüber. Oh, man sieht schon, warte mal, ich muss mal näher rangehen. Und man sieht sie richtig, ne? Oregano, Zwiebeln drin, Paprika drin, Kurkuma drin, Knoblauch drin. Alles ans Ei, alles ans Huhn. Mega. Noch ein großer Vorteil von dieser fertigen Mischung, ich klinge jetzt hier wie bei QVC, ist die Tatsache, dass wir A, glutenfrei unterwegs sind und B, dass die ja, mit so ein paar Tricks halt auch so ein bisschen anknuspert. Dass sie natürlich nicht so knusprig werden kann wie im Ofen, wie in der Fritteuse, ist klar. Aber das hat auch gar nicht den Anspruch. Es ist einfach nur mega lecker und geil. Ich paniere die mal fertig. Bis gleich. Da liegen sie jetzt alle. Saftig, knaftig paniert, würde Monte sagen. Herrlich. Und die kommen jetzt bei mir in die Heißluftfritteuse. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, Backofen und Grill geht genauso. So, und zwar bei 200 Grad für etwa 10 bis 12 Minuten. So, Klappe zu, Start.
Man sieht es nicht, ne? Aber es sind 12 Minuten, 200 Grad. Doch, jetzt sieht man's. Ein gutes Sandwich braucht eine klasse Sandwich-Soße. So, und jetzt zeige ich euch, meiner Meinung nach, beste. So, Salatmayonnaise nach Gutdünken. So, das ist die die vorbereiteten und erwähnten Gewürze. Ups. Das Ganze schon mal vermengen. Bis hierhin, ja, eine gewürzte Mayo. Jetzt kommt eben dieser eine kleine Kniff. Und das ist diese Wustersoße. Ups. Und wenn man das dann verrührt, dann hat man eine Sandwich-Soße, die vergisst man so schnell nicht. Mega. Jetzt müssen wir nur aufs Hähnchen warten. Nicht so mega, aber nützt ja nichts. Fertig. Aufmachen. Oh, jetzt piept es aber laut hier. Und oder mit dem Handschuh. Eieieiei. Guckt euch das hier mal an. Es piept aber goldbraun. Hammer. Im Hintergrund hört ihr noch den Ofen, der ist am Abkühlen. Aber ich möchte mal zeigen, dass das hier kross geworden, beziehungsweise rösch geworden ist, ne? Also so ein bisschen crispy. Dafür muss ich aber das Mikrofon näher ranlegen. Ich nehme es mal mit. Hier. Und jetzt Achtung, hier ist das Mikrofon. Hört man das? Ja, ne? Das hört man. Ah. Und auch hier so. Ah. Guckt euch das an. Der Oberknaller. Hammer. Hat man das gehört? Der Oberknaller. Hammer. Und ab jetzt ist es eigentlich nur noch ein schönes Sandwich basteln. Ne? Hier einmal unser Brioche, ne? Baguette Sandwich aufklappen. Jetzt was von unserer Soße hier drauf. So. Die gleicht sich optisch schon ein bisschen dem Sandwich an, ne? Habe ich das Gefühl. So, hier mal ein bisschen Angebersalat. Und ein bisschen aufziehen, damit ihr was seht. So, hier. Soll ja keiner sagen, dass man sich hier keine Mühe gibt. Und ein letztes. Perfekt. Und jetzt kommt schon der Star. Hähnchen. Und noch ein Hähnchen. Oh, guck mal, jetzt haben wir noch einen Platz für so einen kleinen hier. Und noch ein Hähnchen. Mega. Und jetzt kommt schon der zweite Star hier. Alter, ich bin so süchtig nach der Soße. Ist wirklich wahr. So, schön süß-sauer hier drauf. Upsala. Ein bisschen daneben. Macht nichts. Wie so ein gutes Werbevideo. Zack. Jetzt Tomate drauf. Extra für Evanjo. So. Und ein bisschen Röstzwiebel. Röstzwiebeln, Mehrzahl. Ich liebe Röstzwiebeln und die geben noch so ein bisschen extra Crunch. Ja. Und Fun Fact, bei uns zumindest so, mein Junior isst keine rohen Zwiebeln, null. Aber Röstzwiebeln gehen immer. Deckel drauf. Fertig ist unser Chicken Baguette. Das sieht doch Hammer aus, oder? Ja, da ist es. So geil, oder? So geil. Hammer. Schneide ich mir ein Stück von ab, weil so kriege ich es nicht in die Hand, ohne dass alles auseinanderfällt. Hier in meinem Querschnitt. Ohohoho. So gut. Und kann man warm als auch kalt essen. Und ihr habt gesehen, ich kenne ja die Soße schon. Vor allem die Sandwich-Soße. Und auch die Süß-Sauer-Soße. Also es ist alles geil. Mahlzeit. Auch das Brot. Entschuldigung, auch das Brot, dafür kann ich nichts, weil es gekauft ist. Aber das passt alles mega. Leute, ich sag in jedem Video, müsst ihr nachmachen. In diesem Falle müsst ihr es nachmachen. Das ist der Ober-Ober-Oberknaller. Und ich gebe euch noch einen Grund.
Heute und nur solange der Vorrat reicht, ich weiß gar nicht, wie viel eingestellt sind, aber mit dem Gutschein MARCO10 kriegt ihr 10% Rabatt auf hier Crunchy Air Fried Chicken auf unglaublich, die ist wirklich unglaublich geil. Also wenn ihr die von McDonald's und von Burger King, diese Süß-Sauersoße mögt, ne? Die ist besser, die ist wirklich besser. 10% Rabatt, aber auf alles, ist egal, hier auch Grilled Chicken, besser hast du Grillhähnchen noch nie gegessen und für die Fritteuse, für die Pfanne, für den Topf. Original 11 Spices. Major Chicken. MARCO10 ist der Code. Jetzt. Nur solange der Vorrat reicht. Ja, für geile Sachen gebe ich mich gerne her. Also, zumal, falls ihr es nicht wisst, mit Major Chicken verbindet mich eine ganz, ganz enge Freundschaft. So, hier ist nochmal das Baguette, beziehungsweise das Sandwich, beziehungsweise das Chicken, beziehungsweise einfach dieses geile Ding. Tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar in den Kommentarleisten und ein Abo auf Bestes Chicken Sandwich Ever, Ehrenbasis. Tschö! Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.